Ja, Kinners, der letzte Gültigkeitstag des 9-Euro-Tickets ist nun schon wieder eine ganze Weile her. Der Herbst hat begonnen und da komme ich um die Ecke und wärme dieses Thema noch einmal auf. Ich will auch gar kein hochpolitisches, gesellschaftliches oder sonst wie Fazit ziehen, sondern einfach zusammenfassen, wofür ich im Juni, Juli und August 27 Euro ausgegeben habe. Also lehnt euch zurück und genießt meine sommerlichen Erinnerungen. Um es vorwegzunehmen, wirklich viel war ich nicht unterwegs. Die meisten Touren in guter alter Schülerferien- oder Wochenendticket-Tradition unternahm ich in den letzten 10 Tagen, die mich spät auf den Geschmack brachten. Anlässlich meiner 9-Euro-Premiere besuchte ich am 3. Juni Bahnhöfe und Haltepunkte nördlich von Hamburg, die ich schon vor Jahrzehnten hätte beehren müssen, auf denen ich allerdings tatsächlich noch nie ausgestiegen war. Herzhorn, Glückstadt, Krempe und Krempeheide auf der Marschbahn sowie Horst und Wrist zwischen Elmshorn und Neumünster. 2 Tage später verschlug es mich auf Einladung der Verkehrsfreunde nach Lüneburg, wo sich die Anreise wegen hochverspäteter Metronome als schwierig erwies. Zunächst stand eine Besichtigung des Museumsstellwerks an, anschließend ging es nach Blekede und retour. Der Abend klang im Lokschuppen in Lüneburg Süd aus und der Metronomski brachte mich pünktlich nach Hause. Für den Rest des Sommers mied ich, bis auf eine Ausnahme, den Regionalverkehr zwischen Hamburg und Hannover, weil der Betrieb nördlich von Lüneburg wegen Bauarbeiten wochenlang stark reduziert war. Der nächste Ausflug am 27. Juni war von lange nicht genutzten Schienensträngen in Schleswig-Holstein geprägt. Bei meist strömendem Regen ging es von Elmshorn über AKN-Strecken nach Neufinster, anschließend via Flensburg nach Kiel, weiter über Lübeck nach Büchen, wo sogar mal die Sonne durchlinste, und zurück nach Hamburg. Überfüllte Züge kannte ich bis dahin nur aus den Medien. Gesehen oder gar genutzt hatte ich noch keinen. Am 29. Juni brachte mich mein Auto nach Ostwestfalen, wo ich meinen Stützpunkt im Schatten des Hermannsdenkmals und dieses Strommasten aufschlug. Für 5 Tage wurde Lage Lippe, zumindest theoretisch, mein Heimatbahnhof. Praktisch nutzte ich ihn bloß 2-mal. Lage ist insofern interessant, als das dortige elektronische Stellwerk diverse ostwestfälische Strecken überwacht, während der Bahnhof selbst mit 2 mechanischen Stellwerken ausgestattet ist. Am 30. Juni nahm ich die 4-gleisige Magistrale Hannover-Hamm zwischen Herford und Aalen unter die Lupe, was sich als kurzweilig erwies. Außerdem wurde beim Griechen in Isselhorst-Avenwedde allerbest geschmaust. Am 1. Juli wollte ich eigentlich rund um Coesfeld nach dem Rechten schauen, was früh an einem Zugausfall scheiterte. Ich bereiste daher erstmals seit über 20 Jahren die Strecke Bielefeld-Paderborn und erlebte auf der Weiterfahrt nach Hamm meinen ersten richtig vollen Zug. Obwohl, wie man sieht, durchaus noch Luft war. In Münster stand die 60 Minuten verspätete Westfalenbahn nach Emden bereit, in der sich die Menschen stapelten. Na denn, gute Fahrt. Ich machte einen Abstecher auf die ADAC-Bahn Richtung Dortmund und zuckelte anschließend gemächlich von Münster über Warendorf und Bielefeld zurück nach Lage. Am anschließenden Wochenende kam das Automobil verstärkt zum Einsatz, weil meine Begleitung überhaupt keinen Bedarf an 9-Euro-Ticketfahrten hatte. Ziele waren unter anderem der Köterberg, das Schloss Corvey und das Weser-Renaissance-Museum zu Lemgo. Am folgenden Montag, inzwischen schrieben wir den 4. Juli, trat ich die Rückreise an und machte Station am Schildescher Viadukt bei Bielefeld, dessen spannende Geschichte einen Film wert wäre. Dann klapperte ich Bahnhöfe zwischen Bünde und Raden ab und kümmerte mich um die Strecke nach Uchte, die einst weiter nach Nienburg führte. Weil sie mehr oder weniger am Weg lag, guckte ich noch kurz an der Weserbrücke bei Dreie auf der Rollbahn Bremen-Osnabrück vorbei, um die Abzweigstelle Gabelung zu inspizieren. Die Restwoche stand unter dem Stern 2 Veranstaltungen zum Thema Alpha E, die ich gummibereift ansteuerte. Eine Zusammenfassung der Events in Hittfeld und Bispingen habe ich bereits in einem Extrafilm gezeigt. Das bedarf keiner weiteren Ausführungen. Zwischen diesen beiden Ortsterminen war am 7. Juli eine weitere Schleswig-Holstein-Tour angesagt.
die zu einem echten Miese-Laune-Trip wurde und mir noch lange in schlechter Erinnerung bleiben wird. Dass es die meiste Zeit regnete, war das kleinste Übel. Ich saß ja trocken im Zug. Aber ansonsten klappte gar nichts. Der Verkehr Neumünster-Heide-Büsum war faktisch eingestellt und die Bereisung Husum-St. Peter-Ording scheiterte ebenfalls an einem Zugausfall. Zu einem Überfluss stellten sich im Tagesverlauf Halsschmerzen ein und frustriert fuhr ich nach Hause, um anschließend 5 Wochen lang keine private Bahnfahrt zu unternehmen. Das August-9-Euro-Ticket wollte dann allerdings wieder genutzt sein, und zwar vorrangig zwischen Hannover und Bremen. Ich hatte ja mal einen Film über den Abschnitt Wunsdorf-Nienburg angekündigt und die Materialsammlung nahm ich am 10. August in Angriff. Poggenhagen, Neustadt am Rübenberge, Eilvisse, Hagen, Linzburg. Die Sonne schien, kein Zug fiel aus. Das machte Lust auf mehr. Am 15. August verschlug es mich in den Osten. Mein Patenjunge reiste von Bautzen nach Hause und wir hatten abgemacht, dass ich ihn ab Magdeburg begleite, von wo wir problemlos über Stendal nach Uelzen düsten. Unser Anschlussmetronom nach Hamburg kam überfüllt von Hannover. Zumal ein Wagen leer und verschlossen mitlief und wir ließen ihn ohne uns entschwinden. Wir hätten den Schlenker über Soltau wagen können, aber Bahnfahrten im Heidekreuz sind zu einem Glücksspiel verkommen. Drei Heidebahn-Bereisungsversuche waren bereits ausfallbedingt fehlgeschlagen und mein Bedarf an weiteren Reihenfällen war gedeckt. Eine Stunde später war dann deutlich mehr Luft im Metronom und der Tag nahm ein gutes Ende. Am 22. August wurde es Zeit, meiner Chronistenpflicht nachzukommen und den neuen Haltepunkt Sagehorn zu besuchen. Weil das kein tagesfüllendes Programm war, setzte ich eine uralte Planung in die Tat um und wanderte zu der hölzernen Fußgängerbrücke östlich von Ottersberg. Die war mir schon auf meinen Reisen mit dem Schülerferienticket vor 30 Jahren ins Auge gesprungen und ich hatte sie frevelhafterweise noch nie erklommen. An jenem Augustnachmittag war es soweit und ich begutachtete das wenig vertrauenerweckende Bauwerk. Weitere Aufnahmen mussten verschoben werden, weil sich der Himmel zuzog, was mein Glück war, denn 26 Minuten nachdem ich Ottersberg verlassen hatte, wurde dort ein 14-Jähriger vom IC 2215 erfasst. Mich betraf das indirekt, weil ich noch eine Pause in Lauenbrück einlegte, wo man uns zwar pauschal über die Streckensperrung informierte, jedoch keine konkreten Informationen zum Zugverkehr lieferte. Der 19:40 Uhr Metronom verschwand still und heimlich von der Anzeige, während der DB-Navigator ihn unverzagt als pünktlich auswies. So wurde es Nacht in Lauenbrück und eine Studentin, die in Hamburg den letzten ICE nach Berlin erwischen wollte, ließ sich vom Papa mit seinem zuverlässigen Jeep abholen. Der fragliche Metronom wurde übrigens von Bremen über Verden nach Rothenburg umgeleitet und verspätete sich um 72 Minuten. In reisendeninformativer Hinsicht war das sicher keine Meisterleistung. Trotzdem ließ ich mir die Lust auf weitere Bahnreisen, vor allem dank des Sommerwetters, nicht nehmen und schaute am 23. August erneut zwischen Wunsdorf und Nienburg vorbei, um ein paar Motive bei verändertem Sonnenstand umzusetzen. Aus demselben Grund kehrte ich am 24. nach Ottersberg zurück und wurde in meiner Schaffenskraft von keinem Unfall beeinträchtigt. Zum Ende des Monats und des 9-Euro-Tickets traute ich mich noch einmal in entferntere Gefilde und schlug mein Domizil in Delitzsch auf, wobei ich zur Anreise am 29. August, zumindest bis Halle, den Fernverkehr nutzte. Der 30. August führte mich auf die Spuren meiner Annaberger Urahnen. Unter anderem in diesem schönen Zug von Leipzig nach Chemnitz mit zu öffnenden Fenstern. Nach Annaberg-Buchholz tuckerte ein einsamer 642er, der bei meinem Eintreffen schon so voll war, dass ich mich hineinquetschen musste. In Flöha wollte dann allen Ernstes noch die geschätzt 7. Klasse eines Sportgymnasiums einsteigen, um eine Station weit zu fahren. Wie aus der heftigen Diskussion zwischen der Lehrerin und einem ebenso eingezwängt wie ich stehenden ehemaligen NVA-Offizier hervorging. Die Klasse blieb also zurück und in drangvoller Enge ging es durchs Tschuppautal in die Geburtsstadt meines Urgroßvaters. Nach der Rückkunft in Chemnitz blieb noch Zeit, die Strecke über Döbeln nach Riesa zu würdigen,
die sich in diesem Zusammenhang als Kandidat für ein Video empfohlen hat. Am letzten Tag des 9-Euro-Tickets verschlug es mich auf die Halle Kasseler Bahn, wo noch einige Betriebsstellen abgeklappert werden wollten und überraschenderweise alle Stellwerke besetzt waren. Keine Selbstverständlichkeit in diesem Sommer. Auf dem Hinweg erwischte ich letztmalig einen unangenehm vollen Regionalexpress, den ich in Leinefelde nur mit Mühe verlassen konnte. Die weitere Tour plante ich so, dass ich die Durchläufer Halle Kassel umging. Auf dem Programm standen beispielsweise der schöne BÜ in Wipperdorf, der völlig verlassene Haltepunkt Nora, das Stellwerk in Roßla und der Bahnhof Blankenheim. Der Tag klang in Röblingen am See aus und die Ära des 9-Euro-Tickets endete für mich um 19.03 Uhr auf dem oberen Bahnhof von Delitzsch. Tja, das war's. Was bliebe als persönliche Bilanz? Ich habe mit dem 9-Euro-Ticket 4039 Kilometer in 144 Zügen zurückgelegt, deren 6-Minuten-Pünktlichkeit magere 72,2% betrug. Im Großen und Ganzen hat es mir Spaß gemacht, obwohl sich meine frühere Unbeschwertheit zu keinem Zeitpunkt einstellen wollte. Auch wenn's lief, war da immer die leichte Sorge, dass irgendwas schiefgehen würde. Hinzu kam die in Niedersachsen geltende, wenig Reisekomfort steigernde Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken. Seit dem 1. Oktober genügen im niedersächsischen ÖPNV übrigens OP-Masken. Während im Fernverkehr plötzlich FFP2 angesagt ist und man im Flugzeug wieder ungefiltert atmen darf. Willkommen in Absurdistan. So langsam wird mir das echt zu blöd. Das 9-Euro-Ticket. War es nun genial oder gaga? Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, aber wenn ich mich für eins von beiden entscheiden müsste, würde ich sofort genial sagen. Ohne Rücksicht auf irgendwelche Tarife in jeden Zug oder Bus steigen, der einem vor die Nase fährt, simpler geht's nicht. Und ich denke, dass genau das entscheidend zum Erfolg dieses Angebots beigetragen hat. Ich kann verstehen, wenn das Personal an der Front froh ist, dass die 3 Monate vorbei sind. Allerdings zähle auch ich zu jenen Menschen, die sich eine Nachfolgeregelung wünschen. Nicht für 9, aber auch mit 30, 40 oder 50 Euro wäre ich sofort dabei. Na, wir werden sehen und erleben. Danke fürs Einschalten und bis bald.